Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch das Würfelspiel Penny Papers Adventures Die Totenkopfinsel vor. Das Spiel ist von Henry Kermarek und 2018 im Pegasus Verlag erschienen. Ihr könnt das Spiel entweder alleine oder sogar mit bis zu 100 Spielern ab 8 Jahren spielen. Eine Partie dauert ca. 20 bis 25 Minuten. Ziel des Spiels ist es, durch geschicktes Eintragen von Zahlen und Symbolen Schätze zu finden und Siegpunkte zu erhalten. Zu Beginn einer Partie erhält jeder Spieler einen Stift und Spielplan, auf dem er oben links seine Initialien einträgt. Ihr entscheidet euch vorab, mit welcher Seite ihr spielen wollt. Außerdem bestimmt ihr, ob ein Spieler das Spiel überwürfeln soll oder ob ihr nach jeder Runde wechseln wollt. Der Würfelwurf gilt nämlich immer für alle Spieler gleich. Die Würfel haben jeweils die Zahlen 1 bis 5 und ein Sondersymbol. Es gibt Penny Papers, die Dakota Smith, also das Boot, und das Gefahrensymbol, den Totenkopf. Das Spiel und jede Runde beginnt damit, dass ihr alle Würfel würfelt. Anschließend müsst ihr ein Symbol oder eine Zahl eintragen. Was euch zur Auswahl steht, hängt natürlich vom Würfelwurf ab. Wurden nur Zahlen gewürfelt, müsst ihr eine Zahl auf einem freien Inselfeld eintragen. Die Zahl darf nicht auf ein Gebirge eingetragen werden und muss angrenzend an eine bereits eingetragene Zahl oder ein Boot gemacht werden. Angrenzend bedeutet in diesem Spiel, dass das Feld vertikal, horizontal oder diagonal benachbart ist. Eine Ausnahme stellt die allererste Zahl dar. Diese tragt ihr auf ein beliebiges Inselfeld, das an ein Wasser angrenzt. Schließlich habt ihr noch keine Zahl eingetragen, an die ihr sie angrenzend eintragen könntet. Beim Eintragen könnt ihr euch für eine einzelne Würfelzahl entscheiden oder mehrere miteinander kombinieren. Würfelt ihr beispielsweise eine 2, 2 und 4, so dürft ihr euch eine 2, 4, 6 oder eine 8 eintragen. Zeigt ein Würfel Penny Papers, ignoriert ihr alle anderen Zahlenwürfel und tragt eine beliebige Zahl zwischen 1 und 15 gemäß den Regeln auf eurem Spielplan ein. Würfelt ihr das Boot, dürft ihr anstelle einer Zahl ein Boot auf ein beliebiges Wasserfeld eintragen. Ihr könnt euch aber auch gegen das Boot und für eine Zahl entscheiden. Würfelt ihr das Boot und Penny Papers, müsst ihr euch für eine der beiden Fähigkeiten entscheiden. Also entweder eine beliebige Zahl zwischen 1 und 15 oder ein Boot eintragen. Solltet ihr den Totenkopf würfeln, ignoriert ihr alle anderen Würfel, legt euren Spielplan in die Tischmitte und nehmt euch zufällig einen fremden Spielplan. Jetzt tragt ihr auf einem beliebigen freien Inselfeld einen Totenkopf ein. Anschließend streicht ihr am Rand noch einen der 5 Kreise ab und gebt den Spielplan zurück an den Spieler. Sollten im Laufe des Spiels bereits 5 Totenköpfe eingetragen und somit keine Markierungen mehr frei sein, ignoriert ihr den Totenkopfwurf einfach. Die Totenköpfe belegen Felder und müssen von euch abgewehrt werden, damit ihr keine Minuspunkte bekommt. Ein Totenkopf gilt als abgewehrt, sobald er an einen neuen angrenzt. Wann und ob ihr einen Totenkopf abwehrt, ist euch überlassen. Es gibt also keine Pflicht, einen Totenkopf abzuwehren, sobald ihr einen neuen eintragen könnt. Bei der späteren Wertung schaut ihr nach der kleinsten Zahl, die an den Totenkopf angrenzt. Ist der Totenkopf noch aktiv, erhaltet ihr diese Zahl als Minuspunkte. Konntet ihr den Totenkopf abwehren, erhaltet ihr sie als Pluspunkte. Kommen wir zum Hauptmerkmal des Spiels, den Schätzen. Immer wenn ihr eine Zahl oder ein Symbol eingetragen habt, prüft ihr anschließend, ob ihr einen Schatz finden konntet. Schätze befinden sich immer in der Schnittmenge zweier Linien mit der gleichen Zahl und werden durch einen Kreis markiert. Ein Schatz kann auf jedem Feld liegen, also auch auf Gebirgen, Wasserfeldern oder sogar Totenkopffeldern. Liegt er auf einem Totenkopffeld, muss der Totenkopf allerdings abgewehrt werden, ansonsten ist der Schatz am Spielende wertlos. Für die Punkte ist allerdings nicht das Feld des Schatzes relevant, sondern mit welcher Zahl er gefunden wurde. Befindet sich der Schatz in der Schnittmenge von 4 Achten, so ist der Schatz 8 Punkte wert und ihr tragt die 8 in die eine von euren Schatztruhen ein. Wichtig, auf jedem Feld kann immer nur ein Schatz gefunden werden und ihr könnt nie einen weiteren Schatz mit derselben Zahl finden. Die Boote können euch bei der Schatzsuche helfen. Sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Linie könnt ihr ein Boot anstelle einer Zahl benutzen. Ihr dürft ein Boot auch für mehrere Schätze benutzen. Also beispielsweise das Boot am rechten Rand sowohl für den Dreier- als auch für den Viererschatz benutzen. Das Spiel endet, sobald ein Spieler 5 Schätze gefunden oder jedes seiner Inselfelder ausgefüllt hat. Dann werden alle gefundenen Schätze und die Plus- bzw. Minuspunkte durch die Totenköpfe zusammengerechnet. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der Spieler mit dem wertvollsten Einzelschatz. Sollte auch dadurch kein Sieger zu ermitteln sein, teilen sich die Spieler den ersten Platz.
Ihr könnt Penny Papers aber auch alleine spielen. Fast alle Regeln bleiben hierbei auch erhalten. Würfelt ihr einen Totenkopf, tragt ihr ihn angrenzend an die zuletzt eingetragene Zahl ein. Sollte das mal nicht möglich sein, dürft ihr ihn auf ein beliebiges Feld setzen. Am Ende vergleicht ihr eure gesammelten Punkte mit der Skala in der Anleitung und seht, wie erfolgreich eure Schatzsuche war.